Hallo und herzlich willkommen hier jetzt zu einem Spezialvideo. Wie viel sind 1,6534 Wochen ausgedrückt in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden? Also, das sind ja schon mal eine Woche und 0,6534 Wochen. Eine Woche sind tatsächlich 7 Tage. Und 0,6534 Wochen, da rechne ich 0,6534 und jetzt überlege ich mir, ich will das ja in Tagen haben. Eine Woche sind 7 Tage und 0,6534 Wochen sind wie viele Tage? Da brauche ich einen Dreisatz. Das bedeutet, ich rechne das hier jetzt erstmal, oder am besten mache ich es natürlich anders, ich multipliziere jetzt einfach diesen Teil hier mit 7. 7 mal 4 sind 28, 7 mal 3 sind 21, plus 2 sind 23, 7 mal 5 sind 35, plus 2 sind 37, 7 mal 6 ist 42, plus 3 sind 45. So. Wo kommt das Komma hin? 7,0. Hier kommt das Komma hin. Denn wir hatten hier vorher vier Nachkommastellen, hier haben wir auch vier Nachkommastellen und dann ist eine davor. Das heißt, es sind noch 7 Tage und 4 Tage. Ne? Das heißt, 0,6534 Wochen sind tatsächlich auch noch mehr Tage. Das heißt, es sind 7 Tage plus 4 Tage. Die können wir auch gleich zusammenrechnen, sind 11 Tage. Dann nehme ich also von dieser Zahl hier, sind also diese 4 Tage hier, und dann habe ich nochmal 0,5738 Tage. Das rechne ich, wenn ich das in die nächste Einheit umrechnen will, mal 24. 2 mal 8 sind 16, 2 mal 3 sind 6, plus 1 sind 7, 2 mal 7 sind 14, eingemerkt, und 2 mal 5 sind 10, plus 1 sind 11. 4 mal 8 sind 32, 4 mal 3 sind 12, plus 3 sind 15, 4 mal 7 sind 28, plus 1 sind 29, 4 mal 5 sind 20, was habe ich gesagt, 29, 20, 22, 4 mal 0 sind 0, plus 2 sind 2. Jetzt müsste hier unten das Doppelte stehen von dem da oben, ungefähr passt das. 2, 6 plus 5 sind 11, 10 plus 7 sind 17, 4 plus 3 sind 7, 2 plus 1 sind 3 und die 1 bleibt hier stehen. Wie viele Nachkommastellen muss ich haben? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also sind das plus 13 Stunden. Nochmal zur Technik. Also, ich rechne das Ganze immer mit der Zahl mal, wie viele, ne, in diesem Fall hatten wir Tage, nämlich die nächst kleinere Einheit und sage mir, okay, 24 Stunden pro Tag habe ich. Hier hatte ich das ja, 7 Tage pro Woche. Also ich nehme die Kommazahl und multipliziere sie mit dem Multiplikator für die nächste Einheit hier. Dann nehme ich vom Ergebnis die Zahlen vor dem Komma oder die Zahl vor dem Komma und schreibe die hier hin als Stunden und dann würde ich jetzt als nächstes 0,7712 mal das, was ich in Minuten habe, mal 60 rechnen. Und ich würde rauskriegen 46 Minuten. Und dann in der nächsten Geschichte irgendwie würde es dann lauten, hätte ich noch 40 Sekunden. Also sind das hier 11 Tage, 13 Stunden, 46 Minuten und 40 Sekunden, damit wir das jetzt hier alles in schönen Kleinbuchstaben haben. Ich hoffe, das Video hat dir was gebracht. Wenn nicht oder wenn doch, bist du herzlich eingeladen, einen Kommentar dazu zu schreiben. Und ja, ich bin hiermit fertig, halte das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen!